Wir sind zurück in Deutschland. Ja, auf der einen Seite leider, weil der Urlaub war wirklich wunderschön, aber alles hat halt nun mal ein Ende. Wir fahren auch gerne wieder zurück und gerne wieder weg. Ja. Und wir haben jetzt hier, wir wollen uns die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit euch teilen. Und das machen wir gleich nach dem Intro geht's los. Also, wenn es interessiert, der soll dranbleiben. Also wir haben unseren Bericht, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, wie es sich gehört, in vier Teile aufgegliedert. Falls jemand etwas nicht interessiert, kann er ein wenig vorspulen. Das erste sind die Vorbereitungen, die wir getroffen haben. Das zweite ist Übernachtung, Ver- und Entsorgung. Das dritte ist dann die Begleitung durch die Community, wie wir sie empfunden haben. Und das vierte ist dann unsere Reiseerfahrung. Und fangen wir gleich an, damit es nicht zu lange wird. Ja. Vorbereitungen. Also als erstes haben wir uns natürlich vorbereitet, was für eine, das heißt eigentlich die Ossi mehr, ja. Ja, also ich habe natürlich schon ein bisschen geschaut, was wollen wir denn überhaupt in Norwegen machen? Also Priorität hatte natürlich für uns das Nordkap, ist ganz klar. Aber wir wollten ja nicht von A nach B fahren, sondern schon ein bisschen was sehen. Also klar, haben wir uns da ein bisschen vorbereitet, den Streckeverlauf. Aber mit der Option, Ungefähr, ja. genau, denn wir sind da ja auch ziemlich spontan und haben dann das eine oder andere natürlich umgeändert. Ja. Aber so eine kleine Richtlinie brauchte man Das schon. einzige Muss, was wir dabei gehabt haben, war eigentlich mehr oder weniger das Nordkap und Ja. dann irgendwann kam das Südkap dazu und Genau. der Rest hat sich dann alles so ergeben, da hätten wir auch auslassen können, aber das hat uns eigentlich gut auf den Weg gelegen, deswegen sind wir da durch. Lofoten haben wir ins Auge gefasst, aber war auch nicht zwingend vorgesehen. Nein, alles, was wir uns angeschaut haben, war nicht zwingend vorgesehen. Bis aufs Nordkap. Ja, das war der Hauptgrund, warum wir überhaupt nach Norwegen gefahren sind. Ja, genau. So, dann die weiteren Vorbereitungen, was unbedingt wichtig ist, also man kommt auch ohne Mautbox und ohne Einzahlungen nach Norwegen. Allerdings wird es dann ziemlich teuer, denn ihr müsst wissen, es gibt hier Mautstationen und man muss immer wieder, auch wenn man die Hauptstraße fährt, immer wieder Fähren benutzen, weil es da keine Brücken gibt. Und da haben wir uns eine ProBiz zugelegt. Und wir haben bei autobusferry.no einen gewissen Betrag einbezahlt. Und das wird dann, funktioniert dann entweder durch die Mauterkennung, durch die ProBiz Ja. oder durch Kennzeichenkennung. Und dann wird es automatisch abgebucht. Bei autoferry.no wird es automatisch abgebucht von dem Betrag, den man einbezahlt hat. Und bei der ProBiz wird man dann über die Kreditkarte oder wie man es auch immer eingegeben hat, belastet. Wie man das beantragt und wie man das reinstellt. Das ist einerseits kompliziert, andererseits ist es wieder nicht so kompliziert. Es gibt da schon drei YouTube-Kanäle, die da mindestens drei Also, die ja, Videos genau, drüber gemacht das haben. sind die Kanäle, wo wir die Informationen halt Ja, herbekommen das haben. ist der Marcel und der Stefan Stefan von der von Kreuz. Kreuzfahrtcamper. Das ist der Kai von Treffel Camping Living. Ja. Und vor allen Dingen, also da haben wir dann auch die gesamte Anleitung herbekommen, wie man ProBiz und Autobus einstellt, detailliert. Das ist Leni und Toni, dafür herzlichen Dank, Ja. denn wir haben uns genau nach deren Anweisungen gerichtet und haben dann das so beantragt und es hat wunderbar funktioniert. Ja, nochmal Dankeschön an euch, Ja, dass ihr euch auch die Mühe gemacht habt, weil das war richtig, ja schon das ein alles Aufwand, das hier alles ganz genau zu erklären und zu zeigen. und so aufzubröseln, ja. Ja, genau. Was man dazu sagen muss, ist, wenn man bei Autobus einzahlt, die wollten eigentlich mit Kronen, mit norwegischen Kronen, das sollte man nicht machen, man sollte mit Euro überweisen, haben wir auch so gemacht, dann kommt nur eine kleine Umrechnungsgebühr, ansonsten kommt nur zur Auslandsüberweisung außerhalb des Schengen-Raums eben, also auch den Bankensystem und das wird dann relativ teuer sonst. Aber es geht auch zu überweisen in Euro. Info. So, dann zur Fähreüberfahrt. Wir sind von Kristiansand mit der Fjordline, das ist die Schnellfähre, 2,5 Stunden normalerweise, sind wir zweimal gefahren. Wir haben vorher nichts gebucht, allerdings waren wir im September.
Ja, genau, in der Hochsaison, da sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Oder man muss halt vielleicht länger warten, bis ein Platz auf der Fähre ist. Ja, aber das kann dann unter Umständen, teilweise fahren die Fähren nur zweimal am Tag. Also Ja, jetzt um die Jahreszeit, im Sommer vielleicht mehr. stimmt, vielleicht mehr, Also ja, ich weiß es nicht. das ist vielleicht ratsam, euch da vorher kundig zu machen, zu welcher Jahreszeit ihr fahren möchtet. Und dann euch kundig machen, ist es nötig, die Fähre zu buchen oder nicht. Ja, das Gleiche gilt auch übrigens dann für die Lofotenfähre. Da haben wir auch nicht gebucht und sind auch problemlos mitgekommen. Aber das ist natürlich zur Hauptsaison unter Umständen anders. So, dann zur Maut. Schweden ist ja komplett mautfrei, aber Fähren, Straßentunnel und Innenstädte sind in Norwegen grundsätzlich mautpflichtig. Da kommt dann eine Tafel auf der Seite. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zahlen so und so viel Euro und Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen zahlen so und so viel Euro oder norwegische Kronen. Kronen, ja. Und es wird dann automatisch abgebucht. Und wie gesagt, wenn ihr keine Einzahlung gemacht habt bei Autobus Ferry oder keine ProBits habt, dann bekommt ihr immer den höchsten Tarif und das kriegt ihr dann wahrscheinlich per Rechnung zugeschickt und wird dann etwas entsprechend teurer. Also das lohnt sich durchaus, da sich vorzubereiten. Bargeld. Also, wir waren ja über 5 Wochen in Norwegen, Finnland und Schweden noch, und wir haben kein einzige Krone, kein Euro, null an Bargeld gebraucht. Also Wir da ist sind Kartezahlung überhaupt kein Thema. auch für Kleinstbeträge. Ja, genau, beim Bäcker. Wir kaufen unser Brot ja vorwiegend bei in Bäckerei, und also nur wegen ein paar Euro ohne mit Karte kein Problem. Und die Eurokarte hat eigentlich fast überall funktioniert. Also sonst halt die Kreditkarte, aber mit der Eurocard kommt man problemlos durch. Wir sind eine der wenigen, die ohne Bargeld rübergegangen sind und mit 10 norwegische Kronen zurückgekommen sind. Jo, ich zeige euch mal was. Wo habe ich sie denn hier? Ja. Da habe ich gefunden. In Norwegen. Und zwar, da waren wir an dem Tor nach Nordnorwegen. Das Bild kann man ja mal einblenden, gell, wo wir da waren. Ja. Da hat es so schön geglitzert auf dem Weg. Musste ich natürlich aufheben. Und jetzt haben wir hier 10 norwegische Krone. Dann zur Einreise. Also es gibt ja Zollbestimmungen, wir haben uns da streng dran gehalten. Und bei der Einreise wurden wir nur locker kontrolliert, wie wenn wir in Wir die wurden überhaupt nicht kontrolliert. Da standen Sichtkontrolle. Zöllner, und der hat alle durchgeguckt. Also ihr habt Ja. nichts gesehen, da war keine Wie in der Kontrolle. Schweiz, ich sag ja. Ja, da steht halt auch So, nicht ja. immer, aber öfters ein Zöllner, der durchwinkt. Schweden, Finnland wurde gar nichts kontrolliert. Und auf dem Rückweg wurde man auch nicht kontrolliert. Da Nein. stand nicht einmal mehr Zöllner rum. Ja. Ja, also auf der dänischen Seite war das ja dann. Ja, Ja. aber auch in Finnland, Schweden stand auch nichts rum. Ja. Nein, stand niemand rum. Ja. Nicht nichts. War niemand zu sehen. Auf jeden Fall niemand zu sehen. So, das ist jetzt diese Erfahrungen zur Vorbereitung. Okay. So, und jetzt machen wir die Erfahrungen Übernachtung, Ver- und Entsorgung und Tipps haben wir als zweiten Punkt. Also die Ver- und Entsorgung auf der ganzen Strecke, auch in Schweden, ist wunderbar geregelt. Es gibt keine Probleme. Wir haben für Ver- und Entsorgung keinen Cent ausgegeben. Nein, sogar das Wasser war da kostenlos. Ja. Und also das ist, finde ich, gar nicht schlecht. Also das Ja. ist echt super. Man braucht keinerlei Campingplätze anfahren für Ver- oder Entsorgung. Ja. Es gibt so viele, wie nennt man denn die Entsorgungsstationen auf der normalen Strecke, ganz normale Ja. Straßenstrecke. Das ist richtig eine richtig tolle Sache. Wir haben über Park4Night haben wir das uns anzeigen lassen und dann waren etliche immer wieder auf der Strecke gelegen und da haben wir dann kurz gehalten. Wenn es mal einige nicht gibt, dann kann man auch Campingplätze anfahren, die sind dann allerdings gebührenpflichtig, die Ver- und Entsorgung. Wir waren Ja, auch bei dem einen, wo wir dann mal hingefahren sind, Ja, weil wir gedacht haben, der wir wollte fahren da 100 fünf. Kronen, 10 Euro wollte dafür haben. Ja, also und das ist dann Und eigentlich im Verhältnis, wenn sonst überall alles kostenlos ist, ist das
ein bisschen happig, finde ja, ich. Ja, und war ein bisschen umständlich zu machen. Ja. Und ein paar Kilometer weiter also, war dann eine kostenlose offizielle Strecke. Da sind wir dann halt wieder weitergefahren. Dann zum Gas. LBG-Stationen gibt es einige. Da gibt es ja eine App von lbg.eu. Wir haben einen Gastank, muss ich dazu sagen. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Gasflaschen auffüllt. Also man kann sich auch nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass die LBG-Tankstellen in Ordnung sind. Also wir waren bei Alta zum Beispiel, bevor wir zum Nordkap gekommen sind. Da wollten wir LBG tanken. Da war auch eine LBG-Tankstelle. Allerdings hing da ein Schild dran, vorübergehend geschlossen. Auf der Rückfahrt vom Nordkap habe ich gesagt, fahren wir da nochmal vorbei. Vielleicht haben sie jetzt wieder geöffnet. Stand immer noch ein Schild dran, aber da waren dann Leute da, die habe ich gefragt, hat sie gesagt, die Pumpe ist kaputt von der Tankzapfsäule. Ja, solche Sachen passieren natürlich. Gell? Ja, nachdem wir noch ziemlich leer waren und zwei Gasflaschen dabei gehabt haben, habe ich die überprüfen lassen, ob die noch voll sind. Und eine hat, da waren noch 4 Kilo drin von 11 und die hat sie mir dann die 7 Kilo eingefüllt noch. Und das hat dann 30 Euro gekostet. Also das fand ich natürlich schon ein bisschen teuer, aber so ist es halt. Ich nehme an, da ist ja die Servicegebühr ein bisschen dabei gewesen. Aber ist egal, also man bekommt was, aber man muss schon schauen und kalkulieren. In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, die vielen Wohnmobile, die da unterwegs waren und keinen Gastank haben, sondern nur 2 Flaschen. Wie kommt ihr zurecht? 4, 5 Wochen in Norwegen? Oder lasst ihr alle eure Gasflaschen nachfüllen? In Norwegen. Also das wäre mal interessant, wenn das Norwegenreisende, erfahrene Norwegenreisende in die Infobox oder in den Kommentar reinschreiben würden. So, dann haben wir zum Diesel, da gibt es genügend Tankstelle. Die Preise sind in etwa wie bei uns. Allerdings schwanken die in Norwegen extrem. Ja, ist ja bei uns auch so. Ja, aber nicht um 40 Cent innerhalb von ein paar Kilometern. Mhm. Also es schwankt, also sagen wir 40 Cent ist während den ganzen Urlaub eine Schwankung gewesen, aber 220 Kronen bei der einen und ein paar Kilometer weiter 240 Kronen bei der nächsten. Also das war schon teilweise erhebliche Schwankungen. Mhm. So sind sie bei uns, nicht auf so kurze Distanzen. Dann freistehen ist überhaupt kein Problem. Wir waren eigentlich bis auf 4-mal, das heißt freigestanden waren wir bis auf den Campingplatz immer, ja. Aber 3-mal waren wir gebührenpflichtig in Stavanger, in Bergen und in Kristiansand. Mhm. Da waren wir auf normalen Parkplätzen gestanden, aber gebührenpflichtig. Ja. Mhm. Und einmal waren wir am Campingplatz, weil wir waschen mussten. Und ansonsten waren wir nur frei in der Natur gestanden. Die Plätze haben wir hauptsächlich über Park for Night gefunden oder wir haben uns selber Plätze gesucht. Ja. Und es war einwandfrei. Einwandfrei. Also keine Probleme hat es da irgendwo gegeben. Nee, überhaupt nicht. Also dazu muss man jetzt auch noch sagen, dass wir nicht immer ganz alleine gestanden sind. Ja, es waren auch andere Camper schon da und sehr viele Norweger selber. Ja. Also da waren wir sowieso überrascht, ja, wie viele Norweger unterwegs sind. Wusste gar nicht, dass Norwegen so ein camperfreundliches Land ist. Ja. Das war vor allen Dingen auch mitten im Wald, wenn wir gestanden sind. Mhm. Auf einmal kam noch ein anderes Wohnmobil dazugefahren. Also da haben wir dann schon ein wenig geschaut, weil wir dachten, da haben wir jetzt ganz unsere Ruhe. Aber die haben wohl auch Park for Night genutzt. Ja. Und es waren also ganz, vor allen Dingen in Schweden, also wir sind teilweise einen Kilometer in den Wald reingefahren. Da wäre ich, ohne dass ich eine App gehabt hätte, nie reingefahren. Und dann hat uns halt in der Regel immer ein sehr schöner Stellplatz erwartet. Ja, das war echt toll. Wir hatten übrigens auch, das ist dann schon der nächste Punkt, mit Mücken überhaupt keine Probleme. Und zwar auch dann nicht, wenn es mal nicht geregnet hat. Denn wir haben ja dann in Schweden sehr viel Regen gehabt. Und wir haben immer wieder gelesen bei der Stellplatz-App, dass Leute gesagt haben, wir waren da gestanden und wir mussten gleich wieder wegfahren, weil so viele Mücken da waren. Also wir haben die ganze Reise so gut wie keine Mückenprobleme gehabt. Was heißt so gut wie? Wir hatten überhaupt keine Mücken, nichts. Ja. Aber irgendwie, wir waren ja im September, vielleicht ist da dann die Mückezeit schon wieder vorbei. Da muss man noch eins dazu sagen, die Netzabdeckung, die ist also in Norwegen und in Schweden ganz hervorragend. Super, in der tiefsten Wildnis hat man da Netz gehabt. Also da kann sich Deutschland wirklich mal ein Stück davon abschneiden. Also, wie gesagt, wir sind teilweise von der Hauptstraße, die ja auch schon ziemlich einsam gelegen hat, weil der Unterschied zwischen Städten ist teilweise ganz gravierend, also die Entfernung zwischen Städten.
Und dann sind wir da irgendwo noch einen Kilometer ungefähr in den Wald reingefahren und hatten ein bestes Netz, dass wir sogar Videos hochgeladen haben. Ja. In Deutschland stehen wir manchmal auf Stellplätzen, da ist überhaupt keine Ja, Netzabdeckung. Ja. also die Deutschen sind schon ganz schön hinten nach. Was das angeht, auf jeden Fall. Ja. Radarstationen gibt es in Schweden und gibt es in Norwegen. 80 Stundenkilometer dürfen wir fahren mit einem Wohnmobil über 3,5 Tonnen. Und es wird immer auf Radarstationen aufmerksam gemacht. Da steht ein Schild mit Kamera, also mit Symbol. Und dann kommt in 300, 500 oder einen Kilometer hinten dran, kommt dann tatsächlich eine Radarkamera. Also man wird darauf vorbereitet, finde ich äußerst höflich. Aber wir haben auch dreimal Polizisten am Straßenrand in Norwegen stehen sehen, mit so einer Radarkamera, mit einer mobilen, einmal sogar auf den Lofoten im Straßengraben. Ja. Ja. Also man sollte sich immer an die Geschwindigkeit nehmen, generell so und so, sonst kriegt passiert man mit nichts. Ja. Ja, sonst kriegt man so und so mit seiner Frau Ärger. Ja. Unnötige Geldverschwendung, ja. Wenn ein Strafzettel kommt. Und aber das ist natürlich schön, wenn man da noch drauf hingewiesen wird. So, dann die Drohne in Schweden, also in Norwegen war es kein Problem. Normales Prozedere, die muss in Deutschland registriert sein und man sollte den A1, A3-Schein haben. Besser noch den A2, den habe ich ja. Und dann muss die Drohne noch registriert sein, das muss sie ja in Deutschland auch. Dann kann man sie in Norwegen verwenden. In Schweden ist es problematisch, wenn man das auf YouTube veröffentlichen will, muss man wohl hier vorher offizielle Genehmigung einholen. Deswegen haben wir ganz drauf verzichtet. Abgesehen davon hat es uns so ziemlich viel geregnet, wie wir in Schweden waren. So, das war jetzt der zweite Teil und dann kommen wir zum dritten Teil. Also, was uns natürlich sehr gefreut hat, wir haben immer versucht, sehr zeitnah unsere Videos reinzustellen. Da haben wir auch einmal gern am Abend ein bisschen länger gemacht, damit die Videos online gehen. Netz war sonst so kein Problem. Und die vielen Kommentare, die wir dazwischendurch bekommen haben und auch die Tipps, das war also ganz toll. Also wir genießen diese Community, die wir auf unserem Kanal haben. Vielen, vielen Dank dafür, jawohl, auch für die treuen Begleiter alles. Ja, also, und für die vielen Daumen. Das ist immer, ja, das Schönste für mich. Das freut mich immer ungemein. Wir möchten was sagen zu den Kommentaren, die gesagt haben, rast doch nicht so durch und lasst euch ein bisschen mehr Zeit und warum macht ihr das nicht und jenes nicht. Ja, es ist halt so, jeder macht seinen Urlaub, wie er will. Und wir sind Reisende und keine Abgraser. Ja, also wir. Nein, also rasen, durchgerast sind wir sowieso nicht. Die man dürfte gar nicht rasen. Man, ja, die Höchstgeschwindigkeit ist ja eh nur 80 Kilometer. Aber es ist auch so, wir haben uns irgendwas überlegt, wo wir hinfahren. Da sind wir hingefahren, haben es uns angeschaut und sind weitergefahren. Man hätte natürlich auch noch können mehr in diese Nationalparks. Aber wie ihr wisst ja, der Helle ist nicht gut zu Fuchs. Wo sollen wir dann hinfahren, um eine Wanderung zu machen? Das geht halt einfach nicht. Also sind wir halt einfach ein bisschen weitergefahren. Außerdem haben wir auch ein Zeitfenster gehabt und wir wollten ja zum Nordkap. Und das war für uns die höchste Priorität. Und alles, was wir unterwegs so gemacht haben, das war einfach, ja, damit wir nicht von A nach B durchrasen. Ja, ihr müsst einfach wissen, jeder hat seine eigene Art und Weise zu reisen. Und wir haben eben unsere Art. Es gibt Leute, die fahren an einem Platz hin, da bleiben sie eine Woche oder vielleicht zwei Wochen und dann grasen sie A, B, C, D ab. Das machen wir nicht. Wir fahren hin, wir schauen uns ein bisschen was an und dann fahren wir weiter. Wir wollen reisen. Und auch auf den Lofoten, wieso seid ihr so schnell von den Lofoten runter? Ja, was sollen wir auf den Lofoten? Sollen wir uns an der Bucht hinstellen und drei Tage lang die Bucht genießen? Nein, das ist nicht unsere Art. Wir wollen auch keine Wildsafari machen. Das haben wir schon in Vancouver Island gemacht. Wanderung fällt flach und wenn es regnet, also wir haben uns die Lofoten angeschaut, das war schön, das war interessant. Logisch, ist zu empfehlen, würde man auch jederzeit wieder machen. Ja. Uns hat es gut gefallen, aber dann wollen wir wieder weiter. Wir sind nicht durchgerast. Ja, wir wollen nicht wieder weiter. Das kommt auch manchmal im Video vielleicht so rüber, aber wir filmen ja nicht jeden Tag oder nicht jede irgendwas. Sequenz in unserem Leben, ja. Ja, genau. Und dann meint vielleicht der ein oder andere, wir sind da durchgerast. Also das sind wir bei weitem nicht. Ja, und wenn wir mal einen faulen Relax-Nachmittag machen, dann lassen wir keine Kamera dabei laufen. Nein. Und bringe das schon gerade im Video. Ja. So, dann hat es geheißen Mut, das wolltest du was sagen. Also ja, es braucht keinen Mut, ja, im Nordkap es kam zu fahren. Da
manche Kommentare oder auch, wir wurden auch angeschrieben, wir seien mutig. Ich habe jetzt nicht so genau verstanden, warum wir mutig waren. Also, um nach Norwegen zu fahren, braucht man keinen Mut. Norwegen ist ein zivilisiertes Land, da braucht man wirklich keinen Mut dazu. Das Einzige ist vielleicht von der Strecke her, dass manche meinen, Ausdauer. dass es eine sehr weite Strecke ist. Okay, Ist es auch. das ist es, das ist es. Aber wir haben uns ja auch Zeit gelassen. Also, Wir wollten das. Ja, genau. Wir wollten das. Von daher, also um nach Norwegen zu fahren, braucht man keinen Mut. Ja, und jetzt wollte ich nochmal ausdrücklich sagen, dass diese Community, die uns da alle, also ihr, die ihr uns alle geschrieben habt und Kommentare geschrieben habt, das hat uns sehr gefreut. Und wir bedanken uns dafür, dass wir da so eine schöne, so eine nette Community haben und haben uns auch bemüht, deswegen die Filme zeitnah reinzubringen. Und die meisten Nachrichten haben uns ja dann noch in Norwegen erwischt. Ja. Also das ist sehr schön gewesen für uns, eine tolle Erfahrung. Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich unsere Reiseerfahrung. So, um zu sagen, was wir an Kilometer gefahren sind, gibt es die Zahl 8500. Ganz schön, gell? Ja, wir waren knapp, oder ja, so um die 5er. Nein, insgesamt waren wir ja länger unterwegs, wenn man nämlich die Hinfahrt und die Rückfahrt auch noch mitberechnet. Ja, genau. Ja. Da waren wir nur, also wir waren knappe 5 Wochen in Norwegen oder in Skandinavien, muss man sagen, weil wir waren in Schweden auch zwischendurch. Und insgesamt, also von Heilbronner Land bis Nordkap und wieder zurück, sind wir um die 8.500 Kilometer gefahren. Und wir haben immer auf freien Stellplätzen übernachtet. Und also auch einmal so am Waldrand oder so oder und 3-mal kostenpflichtig und 1-mal auf dem Campingplatz, das habe ich ja schon ganz das am Anfang haben wir ja gesagt. Schon gesagt, ja. Genau. Die Landschaft ist einmalig. Also diese Fjorde in Norwegen, wer sich unsere Videos angeschaut hat, da haben wir ja ein paar Fjorde drinnen. Also das ist ein einmaliges Erlebnis. Und ich glaube, das muss jeder oder sollte jeder Wohnmobilist einmal gesehen haben. Ja, viele von euch haben es ja sowieso schon gesehen. Ja, aber mal richtig, nicht nur im Video. Ja, ja, genau. Ja, klar, ja. Die Fahrtstrecken sind natürlich ziemlich heftig, auch weil man nur mit 80 Stundenkilometer unterwegs sein kann. Weil viele weil wir ja über 3,5 Tonnen haben. Ja, und weil ja viele Kurven da sind und ja, weil es Ortsdurchfahrten gibt. Also die Strecke zum Nordkap, die darf man nicht unterschätzen. Selbst von den Lofoten aus ist es immer noch eine wahnsinnige Strecke. Wer das nicht unbedingt möchte, so wie wir, dass er mal an der Weltkugel ein Foto hat, der muss da nicht hochfahren. Also es ist zwar einmalig, aber es ist schon mühsam. Ja, aber das lohnt sich doch. Ja, wir wollten das haben. Es ist ja auch überhaupt landschaftlich wunderschön. Also das geht jetzt nicht nur darum, dass man da an der Kugel steht, sondern die Landschaft da auch, oben ist natürlich. Auch ganz, ganz toll. Ja, es ist ganz toll. Schaut euch einfach nur mit das Video an von dem Nordkap. Da haben wir ein paar Eindrücke drinnen von der Landschaft. Also ich würde auch sagen, wir bereuen das mitnichten, ja. Aber und zwar nicht nur wegen der Weltkugel, weil wir da stehen wollten, sondern das war auch interessant, mal in der nördlichsten Stadt Europas zu stehen. Ja, ja nicht nur, sondern allgemein die ganze Gegend da oben ist ja wieder ganz anders als im Süden von Norwegen. Es ist wunderschön. Dann die Lofoten sind wunderschön, aber wenn man nicht wandert, wird es schwierig. Denn Radtouren ist kaum machbar. Ja, ja, eben apropos Rad. Also in den Städten, die wir ja angefahren haben, oder auch Bergen, Stavanger, Trondheim. Ja, genau. Und überhaupt auch diese ganze Fischerortschaften und alles, die sind ja alle mit dem Fahrrad wunderbar zu befahren. Also ist kein Problem, das geht wunderbar. Eben in den Großstädten, also größere Städte sind ja auch Radwege und alles. Und die kleinere Ortschaften, da ist ja vom Verkehr her nicht ganz so problematisch. Auf der Strecke, da kann man natürlich nirgends fahren. Der Landstraße meinst du? Ja, also jetzt. Da ist schwierig. Also, es gibt natürlich Radler, die das machen, die den Mut haben. Am Nordkap haben wir ja auch einige Radfahrer getroffen. Ja, genau. Die sind die Landstraßen auch die Tunnel gefahren. Wobei ich sage, also das würden wir uns nicht getrauen. Nein, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, weil dann nehmen wir mal lieber unseren Gustl. Die Lastwagen sind da teilweise mit einem ganz schönen Karacho unterwegs. Ja, ja. Und
im Tunnel, wenn man schlecht gesehen wird. Also, ja, manche Tunnel sind ja auch für Radfahrer gesperrt gewesen. Ja. Die mussten dann wahrscheinlich einen Mordsumweg fahren. Keine Ahnung, wie die da denn ans Nordkap direkt gekommen sind. Aber man kann mit den Fahrrädern auf jeden Fall in Norwegen schon was anfangen. Ja. Zu den Lofoten wollte ich noch sagen, also die Lofoten sind wunderschön, ist klar, touristisch natürlich extrem erschlossen. Ja. So viele Wohnmobile, wie wir auf den Lofoten gesehen haben, haben wir, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen. Nee, noch gar nie. Ja. Und das meiste sind Norweger und Deutsche gewesen. Ja. Also die zwei Personengruppen, die mögen das. Ja, das ist schon total, also ins Auge gestochen einfach. Ja, und die sind natürlich wunderbar, die Lofoten. Das ist keine Frage, wenn man nicht wandert, kann man es nur augenmäßig genießen. Wir haben es genossen und dann sind wir weitergefahren. Ja, war schön, ja. Herrlich. Dann die Übernachtungsplätze, das ist natürlich in Skandinavien ein Traum. Ja. Also vor allen Dingen in Schweden, muss ich sagen. Und auch Finnland, aber da waren wir ja nur kurz, da haben wir nur eine Nacht verbracht. Ja, in Schweden waren wir ja auch bloß zwei Nächte, glaube ich, oder? Nee, da oder waren wir mehr Nächte. Ja, okay, also. Wir haben sogar Stellplätze gehabt mitten im Wald drinnen in Schweden. Also in Schweden waren wir 4 Nächte, glaube ich. Ah ja, das kann sein. Und ja. Über Park von Night haben wir die Plätze gefunden, ja, das mitten schon im Wald. Mehrmals gesagt jetzt. Und so begeistert bist. Ja, das war wunderschön. Man fährt in den Wald rein und dann steht man auf einmal an einem See. Ja. Kannst du, und wie gesagt, mit Mücken kein Problem. Also das war wirklich super und können wir nur empfehlen. Ja. Dann das Nordkap, ja, das ist sehr weit, habe ich ja schon gesagt. Die Strecke ist nicht zu unterschätzen. Und der Stellplatz und der Tunnel zum Nordkap, das haben wir uns sagen lassen, dass früher der Tunnel sogar kostenpflichtig war. Das sind ja über 8 Kilometer geht der Tunnel. Ja, ja. Und das ist also jetzt gratis. Im Moment, ja. Also ist das kostenfrei. Ja, und auch, haben wir ja im Video alles gesagt, also wer da nähere Infos haben will, schaut euch das Video an, da ist eigentlich alles darüber gesagt. Ansonsten müssen wir nur sagen, dass die Norweger eigentlich rücksichtsvolle Autofahrer sind. 99%. Ja, es gibt es in jedem Land mal, dass mal einer rüpelhaft ist. Ja. Wir nee, ja aber überhaupt ganz Norwegen ist ein vollkommen sauberes Land. Ja. Da liegt nichts rum. Da kann man ja eben im tiefsten Wald drin, da liegt kein Müll. Fahr mal bei uns irgendwo an den Wald drin, da liegt doch überall schon Müll umeinander und so. Also, in Norwegen finde ich höchstens mal 10 Kronen. Nein, da ist alles sauber und es gibt da auch über diese Grillstelle und überall. Und da gibt es riesengroße Müllbehälter zum Teil. Also das ganz, ganz toll. Ich also bin ganz begeistert von Norwegen und wie die auf diese Freizeitaktivitäten eingehen. Also die lieben das selber vermutlich sehr, hier im Wald irgendwo zu sein. Ja, wie gesagt, wenn man in den Wald reinfährt, teilweise einen Kilometer, und dann kommt man dann schön am Ufer vom See und da darf man stehen. Ja, also ist zwar kein Wohnmobilschild, aber es ist alles erlaubt. Und dann sind da sogar so Grillstellen und Tische. Also, aber alles picobello sauber schon, und das ist echt, echt ganz toll. Ja, muss man wirklich sagen. Also das haben wir genossen. Ja. Im Großen und Ganzen haben wir unsere Reise so und so sehr genossen. Es war schon lange ein Wunsch, dass wir nach Norwegen fahren. Und das war absolut eine Bereicherung in unserem Leben. Auf jeden Fall. Und wir können es eigentlich jedem Womo-Fahrer nur empfehlen. Jawohl. Und vom Reisezeitpunkt, das war okay für uns. Mhm. Wir wollten Nordlichter sehen, haben wir keine gesehen. Haben wir leider keine gesehen, ja. Aber es gab schon welche. Nur bei uns war immer der Himmel bedeckt. Mhm. Und da gibt es auch eine App dafür, für Polarlichter. Die hat auch ein paar Mal angeschlagen und dann war der Himmel bedeckt und dann hat man nichts gesehen. Da haben wir Pech gehabt. Wir haben auch keinen Elch gesehen. Nein. Rentiere haben wir gesehen. Mhm. Ja. Und im Großen und Ganzen, wir waren am Nordkap und das wollten wir unbedingt. Und ja, aber ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir in ein skandinavisches Land reisen. Genau, wir können ja jederzeit wieder rüberfahren. Ja, genau. Aber das Nordkap haben wir gemacht und ich glaube nicht, dass ich ein zweites Mal hochfahre. Aber nee, aber es gibt ja noch andere skandinavische Länder, die auch sehr schön sein sollen. Und das werden wir uns bestimmt auch noch anschauen. Genau, weil Polarlichter bleibt noch ein Wunsch, den wir haben. Jo, und da soll es auch Elche geben in den anderen Ländern. So, jetzt
Sind wir fertig? Ich denke, ja. Also wir sagen nochmal auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr uns begleitet habt, ja, dass ihr so nette Kommentare uns gegeben habt und so viele Däumchen. Das ist also echt toll und ja, das war's dann. Und ja, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und ja, das mit dem Gras, wie das mit dem Gras gelöst wird, für alle, die schon mal in Norwegen waren, das würde mich noch interessieren. Und ansonsten, ach ja, und in Schweden, da haben wir festgestellt, braucht man andere Adapter, um Wasser zu zapfen. Ja. Leben geht weiter oder unsere Wohnmobilreisen gehen weiter. Ja. Wohin, das erfahrt ihr demnächst. Jetzt sind wir erstmal wieder in Deutschland und kommen wieder unseren Verpflichtungen nach. Ja. Und dann geht's Leben wieder weiter. Das Reiseleben geht dann wieder weiter. Ja, Verpflichtungsleben ist nicht so angenehm. Ja, klar, wir planen schon die nächste Tour, aber eben erstmal planen, überlegen und mal schauen, wie es alles so weitergeht. Genau, in dem Sinne, vielen Dank für alles und macht's gut, bleibt gesund. Ja, genau. Bis zur nächsten ganz Reise, dann sehen wir uns wieder. Ganz wichtig, bleibt gesund, denn sonst sind die ganzen Reisepläne für die Katz. Also, tschüss. Ciao.